Die digitale Agenda hat als Markenzeichen, dass nicht Politik glaubt, quasi alleine mit Wirtschaft unsere Wirtschaft und Gesellschaft digital verändern zu können, sondern dass wir wissen, dass wir alle anderen Stakeholder der Gesellschaft mitnehmen müssen. Uns ist der Diskurs mit den Gewerkschaften, mit der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft ganz besonders wichtig. Nur gemeinsam können wir den Übergang zur digitalen Gesellschaft schaffen. Von der Wirtschaft wünsche ich mir ganz besonders, dass sie gerade bei unseren Hidden Champions und bei den Großunternehmen ein Bewusstsein entwickelt, wie sehr das Digitale dazu neigt, disruptive Entwicklungen zu begünstigen und zu produzieren und wie sehr unsere Stärke in der nationalen Entwicklungswirtschaft dadurch beeinträchtigt wird. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das noch nicht in allen Chefetagen erkannt wird. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir gemeinsam im Gespräch, beim IT-Gipfel, bei anderen Gelegenheiten uns darüber austauschen, was wirklich erforderlich ist.